Passt knapp, Freunde der Nacht, und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Wie wir sehen, sind wir bei wohl auch schon fast durch. Sind jetzt nur noch 1, 2, 3, 4 Missionen. 5. Wir werden jetzt mal gucken in einer halben Stunde, wie viel wir schaffen. Dann verabschieden wir uns von dem Planeten. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für euren Support. Und naja, auch an die Leute, die 2 Minuten das Video gucken und 8 Dislikes geben. Herzlich willkommen. Ich habe kein Problem mit euch, aber ihr mit euch selber. So, kurz abgeschweift. Auf jeden Fall geht's jetzt rund. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Geht es Ihnen gut? Hören Sie, ich weiß nicht, wie Rojek Sie dazu gebracht hat, uns zu helfen. Aber er hat Sie belogen. Astra, nicht. Ach, halt die Klappe. Rojek ist ein Schmuggler von Kedera. Genau wie wir. Wir kamen hierher, als wir von den Cat-Angriffen auf die Dörfer hörten. Er will die antike Karte von Volt an den Meistbietenden verkaufen. Sie ist ein Vermögen wert. Ja, wir hatten uns das schon gedacht. Als ich gesehen habe, dass Sie keine Angara sind, wusste ich, dass irgendwas nicht stimmt. Das dachte ich mir schon, aber das ist nicht der Grund, warum ich es Ihnen erzähle. Und was ist dann der Grund? Als ich hier ankam, als ich sah, was die Cat diesem Ort angetan haben. Diese Leute müssen schon genug durchmachen, auch ohne, dass ihnen Plünderer das Wenige stehlen, das ihnen noch geblieben ist. Ich will, dass sie die Karte zum Widerstand bringen. Dort wird sie wenigstens einem guten Zweck dienen. Und was ist mit Rojek? Er ist kein übler Kerl, sondern hat einfach manchmal dumme Ideen. Wenn wir ihm von diesem Ort erzählen, wird er es verstehen. Gehen Sie also nicht zu hart mit ihm ins Gericht, okay? Bringen Sie dem Widerstand einfach die Karte. Er hat mich belogen und diese Sache dadurch zu etwas Persönlichem gemacht. Wir werden also eine kleine Unterhaltung führen. Naja, ein Versuch war es wert. Auf jeden Fall danke ich Ihnen. Rojek zur Rede stellen, okay. Ich habe keine Lust, mich mit... So... Okay, kann man da eine Schnellreise hin machen? Machen wir auch. Dann knüpfen wir uns mal vor, den Halunken. Da wird er was erleben. Der wird einmal übers Knie genommen und kräftig auf den Arsch gehauen. Uns einfach anlügen, geht gar nicht. So, Rojek, wo steckst du? Zumindest laut meiner Karte. Wow! So, jetzt holen wir uns den bösen Lümmel. So, mein Freund. Da sind Sie ja. Wo sind meine Kollegen? Haben Sie die Karte? Sie meinen die Karte, die Sie auf Kedera verkaufen wollten? Woher? Astra. Hat sie etwas schon wieder ein Gewissen entwickelt? Das Mädchen ist einfach nicht für diese Arbeit gemacht. Es ändert vermutlich nichts, aber ich habe mit diesen Leuten gesprochen. Sie haben es schwerer, als ich dachte. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich die Sache wirklich durchgezogen hätte. Aber gut, tun Sie, was Sie tun müssen. Tja, das ist die Frage. Ich habe nicht die Befugnis, Sie zu bestrafen. Die Gouverneurin von Techix allerdings schon. Sie wird sich mit Ihnen befassen. Pathfinder, ich habe der Gouverneurin eine Nachricht geschickt und sie über die Einzelheiten informiert. Ist das wirklich? Na schön. Ich habe wohl keine große Wahl. Bei den ja, Sternen schon nicht. Hätte ich sie doch nur nicht um Hilfe gebeten. Hättest du uns mal nicht angelogen. Wie wär's denn damit? Pappenheimer. Hätte ich sie doch bloß nie um Hilfe gebeten. Hätte er uns nicht angelogen, wäre alles gut gewesen. So, schnell also hier hin. Wir machen mal viele Schnellreisen. Dann kriegen wir das auch hier schnell gebacken. Gehen jetzt mal eine Mission nach der anderen durch. Ohne viel Geschwafel. Suchen den kürzesten Weg. Irgendwie war gerade der Ton weg. Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Jetzt aber nicht mehr.
Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Ja, ich habe ja auch einiges dafür getan. Sind bei 100%. Aha, ich weiß. Ein beeindruckendes Überwachungssystem. So. Ein paar Schatzsucher haben diese Karte vom alten Vault gefunden. Sie wollten, dass sie sie bekommen. Wir dachten, wir hätten sie verloren, als der Dar niederbrannte. Diese Details. Mit dieser Karte könnten wir Angriffe über alte Handelsrouten planen, die nicht einmal die Cat kennen. Wer immer ihnen das gegeben hat, verdient unseren Dank. Und sie auch. Merci. Dann haben wir's. Ich denke, ich habe genug Informationen. Falls Sie noch etwas brauchen, finden Sie mich hier. Danke. Ans Licht gebracht ist auch zu Ende gegangen jetzt. Okay. Dann schauen wir mal. Hier gibt's noch eine Mission. Machen wir auch diese 12 Meter. Sollten machbar sein zu laufen. Ach, die ist sogar hier. Wenn da 12 Meter waren, aber egal. Hallo. Aber anscheinend darf ich nicht sprechen. Nur von weiter weg. Rayless? Das bin ich. Ja, ich bin Rayless. Wow, Sie sind tatsächlich gekommen. Sie sagten, Sie haben Informationen. Das kann ich nicht ignorieren. Ich hatte nur nicht erwartet, dass Sie selbst kommen würden. Wie auch immer, ich sollte zum Punkt kommen. Ihr Angriff auf die Aufstiegseinrichtung hat die Cat versprengt. Sie versuchen jetzt wieder Ordnung in ihre Operationen zu bringen. Unsere Späher melden verstärkte Cat-Bewegungen in bestimmten Gebieten von Volt. Es ist aber nicht das Militär, sondern Schiffe für Wissenschaft und Forschung. Es ist egal, ob es Forschungs-Cat, Krieger-Cat oder Hausmeister-Cat sind. Cat sind immer schlechte Nachrichten. Einige von uns sind besorgt, dass sie vielleicht einen weiteren Aufstieg planen. Oder noch mehr von unserem Volk bei ihren Untersuchungen foltern. Wir haben nicht die Tech, um in ihre Basen einzudringen. Aber jemand muss sie aufhalten. Sie haben sich an die richtige Person gewandt. Wir helfen unseren Freunden und Verbündeten immer. Ich wusste, sie würden uns helfen. Ich sende umgehend den NAV-Punkt. Merci. Die nächste Cat-Einrichtung, was geht? Wo sollen die sein? Oh, direkt hier bei uns in der Nähe. Oder ist das nur einfach der Ausgang? Ah, das ist einfach nur der Ausgang, würde ich mal behaupten. So. Dann stellen wir uns mal warm. Unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Jo, Sam, wir wissen's. Boah, hier ganz unten wieder hin. Schnellste Schnellreise wäre hier. Müssen wir in Angriff nehmen. Ist aber kein Problem für uns. Wir haben ja jetzt gleich auch unseren Wägelchen. Dann sollte der Weg einfach sein, denke ich mal. Wir müssen dann nur das Eis, glaube ich, unten fahren. Dann haben wir schon. So. Nomad ist einsatzbereit. Wo ist er denn? Aktivieren bitte. Da ist er. Ja, Wolski Podolski würde ich mal sagen. Okay, Cora. So. Aya oder Kedara? Prodromus. Es ist klein, aber es gehört uns. Wenn es einem gehört, ist das immer gut. Wow! Reliktsäulen. Wahrscheinlich mit ein paar unfreundlichen Bewohnern. Wow! Sanfte Landung am Start. Was geht? Okay, scheint der richtige Weg auf jeden Fall zu sein.
weit, weit, weit. Aber egal. Kein Weg ist uns zu weit, um uns mit den Cat anzulegen. Das macht so einen Spaß, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen mit diesem Ding. Okay. Let's get it on, würde ich sagen. Bayless hatte recht. Zahlreiche Anzeichen von Cat-Aktivität. Raus, raus, raus. Go, 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 go. Wir müssen uns den ersten Punkt suchen, wo wir uns verteidigen können. So. Okay, okay. Number one. Ich würde sagen, der geht dahin. Oh oh. Ganz schön unter Feuer genommen hier. Herr Beta. Ja, wir müssen mal hier ein bisschen Druck ausüben. So, so, so. Oh Gott. Okay, hin zur Hauptwaffe bitte. Okay, okay. Was kann ich hier machen? Ja, belebt. Danke. Das war ein Fight, oder? Ich hasse diese unsichtbaren Gegner, ne? Die sind so ätzend. Ja, muss es doch was für uns geben, Jungs. Erstmal Munition, das ist schon mal nice. Kurz scannen. Hier war doch irgendwas. Hier war es auf jeden Fall eben am Piepsen. Ha. Kein Behälter, kein gar nichts zu sehen. Schade, schade. Aber vielleicht drin. Hier haben wir auch was. Das ist nice. So, rein in die gute Stube. Okay. Ich sehe hier viel organisches Material. Aufnahme. Audioaufzeichnung gefunden. Möchten Sie die Datei aufrufen? Ja. Hm? Auf diesem Gerät ist ein Audiolog gespeichert, Pathfinder. Cat? Wir brauchen eine Übersetzung, Sam. In Arbeit. Der angaranische genetische Code, der als Projektion eines bioelektrischen Feldes vorliegt, wurde isoliert. Der Prozess der Integration in unser eigenes Genom läuft. Erste Erfolge wurden dokumentiert. Nach Abschluss wird die Anpassung bei allen Ältesten in Helios vorgenommen. Die Fähigkeit kann sich auch im Rahmen von Soldatenbasiskonfigurationen als nützlich erweisen. Alle Forschungsergebnisse wurden dem Reich übermittelt. Der Aufstieg soll nicht nur mehr Cat erzeugen. Das Ganze ist ein Austausch. Was für eine Horrorshow. Hier ist bestimmt noch mehr zu finden. Gehen wir weiter. Da, das nächste Protokoll. Noch ein Audiolog entdeckt. Hören wir es uns an. Übertragungen von Heimatwelten nicht bestätigt. Möglich
möglicher Zusammenbruch der Verbindung und falsche Handhabung der Informationen. Untersuchung läuft. Logs werden in Kürze aktualisiert. Kai, Post geht verloren. Ein universelles Problem. Ich frage mich, ob wir die nachfolgenden Logs auch finden können. Wir sind dabei. Alle Übertragungen scheinen fehlgeschlagen zu sein. Ja. Teile des Teams haben die Vermutung geäußert, dass bewusst verhindert wird, dass unsere Forschung Helios verlässt. Beunruhigende Implikationen. Stelle Thema für den Moment zurück. Unternehme Schritte zur Verifizierung, dass die Primärkommunikation noch aktiv ist. Ich empfange den NAV-Punkt für eine weitere Catch-Station. Wahrscheinlich Ihre Primärkommunikation. Wenn wir diese Kommunikationsstation ausschalten, können die Cat dann nicht mehr nach Hause telefonieren? Ich habe keine Ahnung. Wieso kann ich denn das nicht scannen? Ich brauche das so biologische Kack-Dinger da. Ja, das haben wir auch hier. Ach ja, nee, hier. Jetzt geht's auf einmal. Nee. Wo denn jetzt? Hier. Okay. Ach so, angarisch. Ich muss halt darauf richtig achten. Okay. Dann ist es natürlich mein Fehler. Jetzt brauchen wir noch eins, würde ich behaupten. Genetische Information erfasst. Ich höre das daneben. So. Jetzt zur Kommunikationsbasis quasi. Können wir machen. Diese Proben enthalten alle dieselbe genetische Sequenz. Zunächst scheint eine Familienzugehörigkeit vorzuliegen, aber das Genom weist Anzeichen einer Modifikation auf. Die Sequenz entstammt wahrscheinlich einem einzigen Individuum und wurde anderen Cat eingesetzt. Der Archon. Der Aufstieg. Kontrolliert der Archon die Cat dann deshalb, weil sie ihn als Stammvater begreifen? Oder gibt sein Rang ihm das Privileg, seine Gene derart weiterzugeben? Eine kulturelle Frage, die nicht in mein Ressort fällt. In jedem Fall ist unser Fund für das Wissenschaftsteam auf der Nexus bestimmt von großem Interesse. Das denke ich auch. Jetzt auch auf. Liegen im Normalbereich, Pathfinder. Auf zur Basis, Kommunikationsbasis. Was ist hier? Interessanter Ort. Okay, dies, das, Ananas. Ja. Wir sagen, let's go. Fahren wir mal auch und holen uns diesen Außenposten. Weil ich denke, der ist nicht ganz unwichtig. Hat Nassari jemals eine Adat Yakshi getroffen? Nicht, dass ich wüsste. Aber ich hatte bei unserer Scharfschützin Tatis immer so einen Verdacht. Lebenserhaltung ist wieder online. Sehen Sie sich das an. Die Relikte haben da drüben ihr Gebiet abgesteckt. Wollte eigentlich den Außenposten. War doch hier, oder? Ne, ist noch weiter in der Richtung, wo ich gerade fahre. Okay. Ach, wir lassen die mal da kämpfen.
Sollen sie mal machen. Wir brauchen unseren Außenposten. Damit wir eine neue Schnellreise haben. Oh. Können wir schneller fahren? So. Jetzt müsste das aber passen, denke ich mal. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Ja, Polski Podolski. Boom. Abbauzonen wurden ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Okay. Hier ist die Reliktstätte, da wäre noch eine Abbauzone. Aber wir wollten ja die Mission machen. Das war jetzt einfach nur mal kurz für auf dem Weg, so unterwegs. Manchmal ist das immer gut, wenn man sich da mal so einen schnellen Speicherpunkt setzt. Wir nähern uns der CAT-Einsatzzentrale. Müssen höher, viel höher. Ich habe Ihr Dossier gelesen. Dossier, hä? Klingt toll. Und was steht drin? Das ist streng geheim. Mhm. Fangen Sie nichts an, das Sie nicht zu Ende bringen können, Harper. Okay, hören Sie. Ich fange überhaupt nichts an. Ich gehöre zum Militär. Sie nicht. Aber wir stecken jetzt zusammen in dieser Sache drin. Und das Einzige, was zählt, ist, wieder rauszukommen. Wenn Sie dazu etwas beitragen können und es sieht ganz danach aus, dann... Dann haltet die Klappe, ihr beiden Zicken. Okay. Dann ist alles okay. Voll an Rumzicken hier. Okay. Ich frage mich, ob wir jemals eine sogenannte goldene Welt sehen werden, die nicht vollkommen... Ich frage mich, CAT-Kommunikationsstation, wo die ist. Die kann ja denn nur noch unterirdisch sein. Wo war das aus hier links? Das Einzige, was ich annehmen könnte, was das sein hätte können, wäre das hier. Aber das ist, glaube ich, eine Reliktstätte, oder? Ha. Das ist auch völlig woanders, wo ich jetzt hinfahre. Wenn, dann dachte ich hier unten durch, wenn das ein Weg wäre. Das kann man ja schnell gucken. Nö. Wenn wir hier den Rand begucken. Der Klassiker war wieder. Haben Sie viele Leute in der Milchstraße zurückgelassen? Nein, meine Eltern sind tot. Aber meine alte Einheit könnte noch am Leben sein. Ja, einige meiner Kontakte könnten auch noch rumspringen. Ist es nicht seltsam, so etwas zu sagen, wenn man weiß, dass man sie nie wiedersehen wird? Nicht seltsamer als der Umstand, dass sie 600 Jahre älter sind als wir. Wenn wir so tief in die Materie eindringen, brauchen wir vorher ein paar Drinks. Sie haben damit angefangen. Sie zahlen. Was für eine Zicke, oder? Ist hier überhaupt noch jemand oder haben wir das? Scheißegal. So, wir gucken jetzt noch einmal. So, das müsste über uns sein. Das zeigt ja ganz klar an, dass wir höher müssen. Oder heißt das, dass wir da drüber sind? Hier vielleicht.
Das da könnte es wahrscheinlich sein. Anlauf. Ja, vielleicht ist es das. So sieht also ein Kommunikationsaußenposten der Cat aus. Ja, der sieht genau so aus. So, ihr beiden Zick, mal gucken, was hier im Krieg bringt. Oder ob ihr da auch nur am Meckern seid. Boah, ich bin völlig falsch hier. Naja, außen herum ist ja auch nicht schlecht. Kommt nur mal zu mir. Ich habe keinen Bock, hier alleine zu kämpfen. Genau, deswegen sage ich ja, kommt zu mir. Oh, das war ein Feind. Perfekt. Da hat sie aber eine gute Faust gelassen. Muss man ja sagen. Ja, was sucht denn jeder? So. Ich gucke an die Zeit. Ja. Ha, ha. Nee, wir machen hier den Cut. Wir haben ja schon fast eine halbe Stunde. Dann machen wir es so. In der 50. Folge machen wir Volt zu Ende, würde ich sagen. Auf jeden Fall, wenn das alles noch in so einer halben, dreiviertel Stunde machbar ist. Auf jeden Fall schon mal wieder vielen Dank fürs Zuschalten, Support, das Ganze. Das wäre auch noch nice von euch. Bis zur nächsten Folge. Reingehauen.